Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der ersten Mission der asiatischen Kampagne angekommen. Und genau, wir müssen uns hier gegen die Rebellentruppen erstmal verteidigen. Alles klar, würde ich sagen. Machen wir hier einfach mal weiter. Wir haben gegen Ende der letzten Folge einen Angriff nochmal abwehren können von den Rebellen. Und ja, würde ich sagen, bauen wir uns mal weitere Einheiten hier auf. Es ist ganz wichtig, dass wir hier einiges an Einheiten kriegen. So. Wir haben Cyborgs zur Verfügung. Wir haben Mannequin. Was? Wer? Wie? Wo? Was ist das für ein Bürger? Warum ist da vorne einer von meinen Bürgern gewesen? Ist da vorne ein Heckenschütze? Was macht ihr? Was zur... Hä? Das ist gerade verwirrend. Ach, weil ich die gebaut habe. Ah, ich Idiot, ja klar. Ja klar. Gut, aber erstmal hier unten. Ah, sehr schön. Sehr geile Flugzeuge sind das auf jeden Fall. Und ja, bauen wir hier noch eine Flak hin. Und dann können wir uns hier oben tatsächlich wieder zumauern. Genau. Mit neuen Mauern. Tatsächlich. Und ja, dann... Pott, 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 pott. Wie die laufen, das hört sich ganz cool an. So, aber wir haben auch noch Belagerungswaffen hier. Stimmt. Und na toll, wir können aber nichts machen. Toll, Wurst. Na gut. Verdammt, wir könnten Cyborgs bauen, aber überwiegend hier diese Männer. Okay, dann mache ich die mal stärker. So. Und ja, dann jetzt in der zweiten Folge des neuen Jahres, im Prinzip. 2022, Mittwoch angekommen. Und am zweiten Mittwoch des Jahres... Und genau, ja, machen wir hier einfach mal weiter. Das hört sich doch nach einem guten Plan an. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Und können wir ja keine Zivilisationspunkte verteilen? Können wir hier echt nichts machen? Nee, wir können hier echt nichts machen. Okay, was? Besondere Kräfte, das ist neu. Sklaverei, was zur Hölle? Hä? Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Gut, aber das sieht so aus, als hätten wir jetzt mal ein bisschen Ruhe tatsächlich. Und könnten tatsächlich uns mal ein paar Türmchen aufbauen hier. Damit wir hier nicht immer so direkt platt gemacht werden. Ja, dann mach das mal, würde ich sagen. Aber bevor die da... ausgeschaltet werden. Geht mal bitte nach vorne. So, damit wir die schützen können hier. Das ist jetzt mein aktuelles Team 1 erstmal. Und ja, dann haben wir ja mal sowas wie geregelten Aufbau. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, Freunde. Dass wir uns hier vernünftig aufbauen können. Wir werden angegriffen. So, was ist hier? Was? Warum laufen denn Bürger da hinten hin? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber gut. So, ja, die kriegen wir aber kaputt hier. Zieh die mal hier hinten rein, dann ist gut. Oder die sind auch vorher schon kaputt. Ja, das kriegen wir gedeckelt voll, ne? So, die Lasertürme. Jawohl, die sind auch gleich fertig. Sehr schön. Und wenn die dann gleich fertig sind, können die schon den nächsten Turm aufbauen. Das ist gut, dass wir hier Steinvorkommen haben, Freunde. So. Finde ich sehr angenehm von dem Spiel, dass wir uns hier mal aufbauen dürfen. Ach du Heilige, ja, da kommt wieder Hubschrauber hier. Ja, das können die ruhig versuchen hier. Das können die ruhig versuchen. Das ist jetzt okay.
Aha, ich wusste es. Oh Gott, die halten aber nicht viel aus gegen die. Aha, Freunde. Genau das wusste ich, dass die jetzt nämlich wieder ankommen, während wir uns hier aufbauen. Deswegen... Ja, habe ich meine Männer hier rausgenommen. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe beim guten alten Empire Earth Let's Play, was ja auch jetzt schon sehr lange geht. Oh Gott, nicht den General. Nicht den General hier. Was ist das jetzt hier schon wieder? Hubschrauber. Ich brauche hier noch eine Flak. Ja, ich brauche hier jetzt noch eine Flak gleich. Komm direkt mal hier nach vorne. Hä? Nach vorne und bau mal hier eine Flak hin. So. Ja, ja. Kriegen wir schon hin hier. So. Hubschrauber. So ein Quatsch. Echt. Kann weg, würde ich sagen. Kann weg. Gut, Freunde. Was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Boah, ziehen die viel ab gegen die... Boah, die Hubschrauber, ey. Hauptsache, keiner schießt auf den kaputten Hubschrauber hier, ey. So. Genau, lass ja meine Bürger in Ruhe hier. Ja, der kommt da auch mit Hubschraubern an. Was können wir denn da machen? Können wir da Flachs hier oben hin, hier hinter hinstellen? Genau, das ist keine schlechte Idee. So. Da ist unsere Verstärkung sehr gut. Alles klar. Und ja, was haben wir denn hier? Pagode. Ja, wir spielen in China, Freunde. Im modernen China. Und was haben wir denn hier noch? Ach, wir können Spionagesatelliten bauen. Ja, dann mach das doch mal. Einfach mal ein bisschen die Karte erkunden. Das ist gar nicht mal so schlecht, ja. Was ist das hier oben? So, Kanzler Ming, du musst aufpassen. Tatsächlich, du musst mal zurück. Genau wie der hier. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein Krankenhaus hier vorne hin. Das ist mir zu unsicher hier. So, wo, wo ist denn jetzt der Satellit rausgekommen? Satellit. Wo bist du? Ah, hier. Ah, okay, alles klar. Ihr beiden könnt bitte die Karte erkunden. Dankeschön. Sehr schön. Das ist praktisch, wenn man so Satelliten als Unterstützung hat, ja. So, Team 1 kann bitte... hierhin und die Bürger können weitere Flaks einfach mal aufbauen. Ich hoffe, dass sie da drüber schießen können. Wenn nicht, dann haben wir zwar ein Problem, aber ich denke, das kriegen wir hin. Genau, ihr könnt euch alle hochheilen, ja. Das Krankenhaus hat die Genforschung. Angriffe, Bürger und TP-Erhöhung. Ja, machen wir. Nehmen wir. Gut. Genau, gut. Was ist hier? Da sind nur vier. Warum sind da nur vier? Das verstehe ich auch nicht. Da fehlen zwei. Aber gut, okay. Perfekt, Freunde. Perfekt. Boah, meine Füße sind gerade irgendwie total kalt hier. Ey, ist auch total kalt geworden draußen. So am, was haben wir den 9. Januar? Ja, das ist, halt tiefster Winter. Und deswegen... Das ist normal, dass einem die Füße einfrieren hier. Ja. Hallo? Was macht ihr da? So. Bringt bitte den Stein hier. So. Dann kann der nächste Turm hier hin. Zack. Nächster Turm, da können wir uns hier schön einmauern. Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Taktik, die Idee. So. Du General und... Oh, ach, der Satellit. Also hier unten stehen auf jeden Fall Flugfelder. Da kommen wir aber nicht hin. Ah, müssen wir hier vielleicht einen Luftangriff machen, um den Stützpunkt da auszuschalten. Das wäre natürlich eine Idee. Mach mal abbrechen. So. Bau mal einige Flugzeuge, bitte.
Die können wir sogar noch verstärken. Dann machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. Ach, wie diese geile Aufrüstmucke hier. Wie diese geile Mucke. So, mehr Flachs. Ja, die kommen ja auch gerne mit Hubschraubern an hier. Habe ich schon gemerkt in der letzten Folge. So, wo ist denn der General? Das ist der. Hier ist er. Hu Quando, was hast du denn? Was kannst du denn? Ah, du bist ein Heiler, ne? Was? Genosse? Ein russischer Kanzler Ming oder was hier? Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Freunde. Und ja, der Satellit, der macht hier wieder einen guten Job. Was ist das denn hier? Ach, okay. Wir werden angegriffen. Ahahaha. Ich habe hier jetzt hier jede Menge Flachs. Du hast hier keine Chance mehr. So, und hier auch nicht. Genau. Ach nee. Nicht wieder. Ich war doch hier gerade den zweiten Turm am Bauen. Hallo? Hallo? Mach den Karton. Die Ressourcen. Verdammt. Ich wollte doch die Ressourcen beschützen, aber. Das geht irgendwie nicht. Ja, okay. Ha, aber wir haben jetzt hier eine Verteidigung stehen, Leute. Wir haben jetzt hier eine Verteidigung stehen. Und die lasse ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen. Und Hubschrauber? Ja, sehr gut. So muss das doch sein. Ha. Ja, eine. Eine Flak kann dahin schießen. Stellen wir noch eine hier hin. Lieber so. Ja. Und wie sieht es jetzt aus? Ja, einer kann tatsächlich durchschießen. Das ist sehr gut. Ah, okay. Dann machen wir hier noch weitere Flachs hin. Oder sollen wir hier noch ein paar Skywatchers hinstellen? Ah, die hier hin. Ja. Zum Glück. Zum Glück, Freunde. Zum Glück. Ah, das ist jetzt natürlich... sehr gut. Okay. Gut, dass die sich so ablenken lassen, die Idioten. Und ja, dann macht das doch... Das macht doch Spaß, Freunde. Das macht doch echt Spaß hier. Pando, Minotauren. Ah, nee, Pandoras habe ich jetzt gebaut, ne? Egal. Pandora. What? Wie nicht genügend Ressourcen? Wo ist denn unser Gold? Arbeitet mal schneller hier. So. Aber dann... haben wir jetzt hier einiges an Bodeneinheiten und wie... Und wir haben hier schon einiges an Flugzeugen. Wir werden angegriffen. Der Satellit. Okay. Aber wir sehen zumindest, was hier abgeht. Zumindest die Stützpunkte. Hier oben ist einer. Dann... Oh. Flammenwerferpanzer. Oh, da gehe ich lieber nicht hin, tatsächlich. Hier oben fernhalten von. So. Aber dann haben wir es ja auch schon. Meine Güte, baust du schnell die Flugzeuge. Also, gar nicht mal verkehrt. So, haben wir hier zwei Gladiatorpanzer. Die können wir auch mal ein bisschen verstärken. Und dann rüsten wir uns mal weiter auf hier. So. Hier die Pandoras nochmal. Gebietseffekt. Oh, die können Flächenschaden machen. Wie geil. Ah. Okay. Aber... Wir sehen die Karte. Das ist doch schon mal nice. Das ist mal richtig nice. Und, ja, im Prinzip, kann der jetzt noch einen Turm hier aufbauen? Der auch? Oh nein. Nicht reparieren. Ja, wobei doch.
Du solltest bitte hier hinten helfen. Da, so, genau. Genau, war schnell die Verteidigung auf hier. Oh, dann ist der aber auch schon fast kaputt hier. Den müssen wir reparieren, Freunde. Ansonsten würde ich mal sagen, Flieger, kommt mal hier vorne hin. Dann greifen wir den mal aus der Luft an hier. Zack. Alles klar hier, meine verbesserten Jäger. Wunderbar. Ihr könnt danach bitte den Turm hier reparieren. Jawoll. So. Dann können wir hier... Ach du Scheiße. Okay, ich wusste nicht, dass der hier so viele Partisanen stehen hat. Dann war das wohl nix hier. Dann war das wohl nix, leider. Okay, der hat viele Dreckspartisanen hier stehen. Okay, das wusste ich nicht. Shit. Meine Flieger. Um Himmels Willen. Mach die kaputt. So, puh, okay. Alles klar hier. Dann macht die Partisanen im Arsch. Dann könnt ihr jetzt das kaputt machen, was euch beschießt. Aber hey, sehr gut eigentlich. Was ist das denn hier? Rebellentrupp. So, hier. Okay, und... Ah, ihr habt gleich keinen Tank mehr, ne? Aber das war doch schon mal gut. Da haben wir die schon mal schön geschwächt hier, finde ich. Also das war doch schon relativ erfolgreich. Dann nochmal abbrechen. Dann bauen wir weitere Flugzeuge. Und mit denen hier würde ich vorschlagen, wir müssen ja nur zwei kaputt machen, ne? Im Süden und im Norden. Wir werden angegriffen. Nix da. Die sind schon angeschwächt von dem Angriff eben. Jawohl. Wir werden angegriffen. Die heilen sich ja, ne? Ja, genau. Ja. Alles klar. Die Verteidigung steht. Sehr schön. Und ja, da können wir hier noch zwei Flaks aufbauen. Was eine Flakmauer, ey. Und hier die Armee. So. Team 2. Für das Vaterland. Och, Gottes Willen. Hört ihr mal auf. Nicht wieder auf die armen Bürger. Ah. Doch gemein. Gut. Dann bauen wir wieder ein paar nach hier. Wir werden angegriffen. Aha, da. Genau. Der Hufschrauber hier. Alles klar. Ups. Die kriegen wir weg. Wunderbar, Freunde. Das sieht doch echt gut aus hier mit der Verteidigung. So, dann haben wir jetzt hier auch schon unser neues Team 1. Meine Güte. So, dann kann das neue Team 1 gleich eigentlich mal hier hin marschieren. Oh, Minotaurus 2. Minotaurus 2? Warum haben wir denn Minotaurus 2 zur Verfügung? Warum haben wir kein Gold mehr? Ach, weil ja die Leute rumstehen. Naja, okay, dann... da stehen die einfach hier rum. Naja, das sind mir die Besten. Geh mir zum Stein. So. Ja, du kannst uns gleich helfen. Das Ding ist halt, wir können keine guten Einheiten bauen, sag ich mal, ne? Okay, dann. Wir können Skywatcher halt bauen, aber... Oh, die Wachposten, Freunde. Ach ne, lass doch den Bürger aus dem Team 1. So. Hallo, ihr gehört bitte auch dazu. So, Team 1 kann bitte hier hin und Team 2 kann bitte da hin. So, wunderbar. Die Flugzeuge hier. Da können wir mal welche nachbauen. Bisschen marschierbar. General. General.
So, wir müssen nur zwei Sachen ausschalten, oder? Es gibt zwar vier, aber wir müssen nur zwei ausschalten, um den Sieg zu erringen. Genau, es ist möglich, dass wir vorübergehend blockieren, der wir keine Möglichkeit haben, ihn verlassen. Wird es das Beste sein, ihn für eine Weile zu belassen, wo er ist, bis wir ihm einen sicheren Transportweg bieten können. Ja, da oben, ne? Das ist ziemlich heftig da oben. Okay, aber... Für das Vaterland. Für das Vaterland. So. So, dann... ja, hör mal auf zu bauen. Ich glaube, das reicht dann schon mit den Fliegern hier. Los geht's. Fliegerstaffel. Sehr gut, Freunde. Das ist sehr gut. Och, was zur... Was ist denn jetzt hier? Warum? Hä? Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Freunde. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ey. Okay, aber haben wir. So, haben wir. Sehr gut. Ihr könnt euch mal ein bisschen hier austoben, ja? Hehehe. Gar nicht mal verkehrt hier. So, Kabäum. Alles klar. Und alle auf die Kaserne. So. Kabum. Damit er nichts Neues mehr bauen kann hier. Sag mal, spawnt die Einheiten hier nach oder was ist hier los? So, ihr könnt bitte hier diese Hubschrauber wegmachen. Oh, diese Jäger sind so gut, Freunde. Ich weiß es gar nicht anders zu sagen. Diese Jäger sind so gut. Oh, alles klar. Dann hier auf das Flugfeld. Mit euren letzten Schüssen hier. So. Alles klar, dann haben wir ja gleich hier schon... Die haben da unten ihren Spaß, ja. Und der hat da wieder drei Hubschrauber gekriegt. Fünf Hubschrauber gekriegt, auf einfach so gespawnt, okay. Na dann. Oh, hier oben war ja die, hier oben war eine Streitmacht. Ja, ja. Ja, da oben war eine Streitmacht. Okay, dann... Marschieren wir mal hier hin. Los geht's, genau. Los geht's, ja. Zack. Und ja, Freunde, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's tatsächlich sehr gut. Nach wie vor. Tatsächlich. Ich hoffe, dass ihr gut durch die aktuelle Zeit kommt. Ist ja gerade nicht so einfach. So, ihr könnt euch ein bisschen austoben. Aber das kriegen wir schon alles hin. Zusammen kriegen wir das hin. So, was ist hier jetzt? Aha, der wurde gerade angekackt kommen hier, ne? So. Für das Volk. Für das Volk, genau. Genau, ihr macht das schon, ja? Ja, das kriegen wir hin. Also, wir haben ja auch die verbesserten Wachposten hier. Das kriegen wir schon hin. Die Flugfelder, ist das jetzt auch ein Posten? Och, du Scheiße! Oh Gott. Hukuan, was machst du denn? Oh Mann. Dann bleib mal bitte im Schutz. So. Ihr macht hier weiter. Finde ich gut. Ihr macht hier weiter die Siedlung platt. Jo. Oh Gott. Ist das hier ein Lager? Nee, oder? Ich meine, es ist... kann ja nicht schaden, es trotzdem kaputt zu machen. Kann ja nicht schaden, ne? Das trotzdem kaputt zu machen. Aha, da, ah doch, da kommen die ganzen Hubschrauber immer her. Ja, ja, okay, ich verstehe schon. Für das Volk. So, da kommen die Hubschrauber her, ich verstehe schon, ja. So. Ja, okay, alles klar. Bäm. Und hier wegmachen das Zeug. Wegmachen den Scheiß. So. Oh, Panzer. Da stehen Geopardenpanzer oder was ist das? ME-1-Panzer. Aha, da sind die Hubschrauber wieder. Das passt aber wunderbar, ey. So.
General, geh bitte in den Feuerschutz. Nicht, dass ich euch hier wieder wegen irgendeinem blöden Umstand hier verliere. So, ihr macht weiter? Finde ich gut. Ja, cool. Das erste Lager ja streng genommen schon ausgeschaltet, hä? Ach, und da ist die Folge auch schon voll. Ah, lustig. So, weiter hier. Los. Wegmachen. Und wegmachen. Ja, Masse statt Klasse hier. Aufgeräumt. Alles klar. Gut, Freunde. Anders ist, dass die Folge voll ist, würde ich mal sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen, der Link zum Discord-Server ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draufkommen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.